Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Update für Anleger begrüßen. Extrem niedrige Zinsen in der Eurozone, deutsche Staatsanleihen mit negativer Verzinsung, dazu die Verunsicherung, um die europäischen Banken abzulesen an den extrem niedrigen Börsenbewegungen, dazu der Stresstest, der doch von vielen Marktkommentatoren als etwas zu sanft kommentiert wurde. Das alles führt zu einer Gemengelage, die doch Teile der Anlegerschaft dazu veranlasst, sich damit zu beschäftigen, ob und in welcher Weise man sein Geld vielleicht nicht in fremden Währungen investieren kann. Und wir möchten Ihnen kurz erläutern, warum diese Absicherung von Fremdwährungsrisiken doch ein Thema ist, was wichtig ist und warum man das durchaus als Gleichmacher im globalen Anlagenotstand bezeichnen kann. Zunächst sehen Sie hier die Renditen verschiedener Länder der Eurozone. Die Frage also hier, wenn Sie als Anleger Ihr Kapital zur Verfügung stellen, Sie kaufen eine Staatsanleihe, geben also einen Kredit, dann sehen Sie, wenn Sie dieses Geld Portugal leihen oder auch Irland, Spanien, Italien, diese Renditen sehen Sie abgetragen an der linken Skala. Also hier sehen wir die Renditen in Prozent und da sehen wir, da sind wir auf extrem niedrigen Leveln, die wir hier letztendlich haben, also doch Renditen unter 2%. Portugal ein bisschen höher, da sind wir eher so bei 3,5 bis 4% am Ende des Tages. Und ich habe es hier nochmal in Rot groß drüber gelegt, die Rendite von amerikanischen Staatsanleihen, gleiche Laufzeit einer 10-jährigen Anleihe, da sehen Sie rund 1,5%. Und die Frage, die wir uns nun stellen müssen, sind die Renditen, die hier momentan bezahlt werden, die vielleicht doch in der einen oder anderen Weise durch die Interventionen der Notenbanken verfälscht sind, die vielleicht auch durch das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Notenbanken sehr niedrig gehalten werden, sind die korrekt? Und niemand kann es ganz genau sagen. Und wenn wir uns nun damit beschäftigen, dass man sagt, na gut, wenn die Renditen so niedrig sind hier in der Eurozone, dann gehen wir doch beispielsweise in die USA. Und das habe ich Ihnen hier auch mal mitgebracht. Ich weiß, das sieht ein bisschen nach Chartsalat aus. Das sind viele Linien auf einem Bild, aber ich werde es Ihnen erklären, dass Sie es gut nachvollziehen können. Sie haben grundsätzlich die Thematik hier dargestellt, die Rendite einer deutschen Staatsanleihe, das ist diese dunkelblaue Linie. Sie sehen schon, wir sind hier unterhalb der Nulllinie, also eine negative Verzinsung für das 10-jährige Papier. Und für die vergleichbare US-amerikanische Staatsanleihe liegt die Rendite bei rund 1,5%. Also, was würde näher liegen, als zu sagen, okay, ich kaufe keine deutsche Staatsanleihe, das ein Minusgeschäft darstellt, ich kaufe eine amerikanische Staatsanleihe, erhalte eine Rendite von 1,5% pro Jahr. So einfach könnte es sein. Leider Gottes muss man natürlich festhalten, dass wenn Sie ein US-amerikanisches Papier kaufen, Sie auch ein Währungsrisiko eingehen, da Sie in einer fremden Währung, konkret hier im US-Dollar, investieren. Die Schwankungsbreite aus der Währungsveränderung zwischen Euro und Dollar, die ist relativ hoch, also tragen Sie ein Währungsrisiko respektive eine Währungschance. Und wenn man nun unterstellt, dass viele sicherheitsorientierte Anleger die Schwankungsbreite aus der Währungsveränderung nicht tragen wollen, dann muss eine Währungssicherung vorgenommen werden. Und das haben wir Ihnen hier unten mal schön dargestellt im Chart. Sie sehen hier in diesem dunkelblauen Chart die Zinsdifferenz zwischen der deutschen und der US-amerikanischen Anleihe, die relativ interessant mit 1,6%. Und wenn Sie aber diese Sicherungskosten betrachten, also wenn Sie sagen, ich investiere zwar in die US-Dollar-Anleihe, ich möchte aber die Währungsentwicklung zwischen Euro und US-Dollar als Wertentwicklungskomponente herausnehmen, da mir das Risiko zu groß ist, dass es hier für mich nachteilige Veränderungen gibt, dann haben Sie Absicherungskosten, die sich aus einer Terminmarktkonstellation ergeben und da sehen Sie schon, diese Absicherungskosten sind so hoch, dass am Ende des Tages die Rendite der US-amerikanischen Anleihe, die so positiv aussieht, nach diesen Absicherungskosten ungefähr auf das Niveau der deutschen Bundesanleihe zurückfällt. Also netto haben Sie bezogen auf die Rendite hier nichts gewonnen. Was Sie gewinnen, Sie haben einen erhöhten Diversifizierungsgrad, Sie sind in einem anderen Anleihemarkt investiert, Sie haben ja eine weitere Notenbank, die hier noch relevant ist, nicht nur die EZB, aber in Sachen Rendite haben Sie erstmal nichts gewonnen. Also bei weitem nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Trotzdem, der Anleihemarkt hat viele Gesichter, viele Segmente, wir haben unterschiedliche Laufzeiten, wir haben unterschiedliche Segmente, was Bonitäten angeht und wenn wir dieses gleiche Spielchen mal für Unternehmensanleihen betrachten und schauen uns an, okay, wie ist denn die Differenz zwischen europäischen Unternehmensanleihen einer gewissen Bonität und US-amerikanischen Anleihen vergleichbarer Bonität? Und wie sieht es dann aus, wenn wir das Ganze betrachten und Währungsabsicherungskosten abziehen? Da sehen Sie, die Rendite ist ein gutes Stück höher. Wir sind also positiv, das könnte Sinn machen.
auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick müssen wir uns klar machen, dass die Anleihemärkte natürlich auch leicht unterschiedlich funktionieren, dass vielleicht die Verschuldung und andere Kennzahlen der enthaltenen Unternehmen leicht unterschiedlich ist. Man muss also etwas tiefer schauen, aber die globale Investition bringt Ihnen natürlich die Möglichkeit, hier Ihr Chance-Risikoprofil besser aufzustellen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Anregungen und Feedback gerne per E-Mail info@ypos-fp.de oder eben telefonisch unter der angegebenen Nummer. Ich darf Ihnen eine gute Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.